So, willkommen zurück nach einer langen Pause wegen blöden Virus. Ich höre jetzt mein Blabla, deswegen ab wegen Virus. Es kommt zurück! Bleib ruhig, ich hey. Komme! Scheuert war Stein. Habe ich gesagt zurückgefliegen? Nein, habe ich nicht. Heutzutage ist auf den Stein gar nicht mehr Verlass. Boah, das ist eine schnelle Reaktion. Naja, egal. Starten wir mal die Zeit. Okay, ab jetzt sind es 10 Minuten. Da-da-dam. Scheiße. Eigentlich habe ich davor schon eins gedreht, aber... Verdammt, Lara! Ich bin irgendwie gleich bei dir! Hat man mich nicht gehört. Hey, ich glaube, ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme runter. Amanda? Amanda! Kent? Sie ist es! Warte! Kent! Doch jetzt nicht. Blöd. Stopp. Stopp. So. So bleibst du jetzt. Cool, bleibst du. Wenn nicht, bin ich böse. Lara! Jason ist tot. Sie sind alle tot. Da ist etwas... Ich weiß nicht, was es war. Ich hab nur... Nein! Ja! So, hier geht's weiter. Hoffentlich hört man mich jetzt, sonst... Ich glaube, dieser Stein... Tick ich noch aus! Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt! Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein! Wir sitzen fest! Oh, oh Gott! Ja, geschafft! Wasser herkommt. Das ist Zauberei. Aua.
dadurch alles leichter? Eine ja. Aber naja. So. Um ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sip an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stellt sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. Ja, geh runter, bitte. Das ist einfach nicht mein Tag. Ich wollte hoch. Schneller, du ertrinkst sonst. 3, 2, 1, wieder runter. Schneller, tauch schneller, noch schneller. So schnell, dass du jetzt mehr tauchen kannst. Du kannst ziemlich lange die Luft anhalten, das macht mir Angst. Ich mag damit nicht ziemlich anhalten. Gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Aber sie hat's. Hier war alles hat sie die nicht eigentlich schon beim Hubschrauber gesehen tot. Am Anfang? Naja. Das hat man mal wieder alle Frauen merken. Das ist die Geschichte alles. Der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicacasee. Dort gab er ihr seinen Stab. Titicacasee. Ein mächtiges Artefakt. In euren Titicacasee ein Titicacasee. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Ah ja. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat er damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Ah, die Steine haben sehr viel Zeit beansprucht. Aber wir haben ja noch eine super Minute.
Danke. Mit dieser Beinarbeit beende ich das Let's Play jetzt und sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Du könntest recht haben. So, okay. Ciao.